Meine Damen und Herren, das ist die letzte Vorlesung in diesem Semester der Mosse Lectures. Und ich freue mich sehr, Ihnen A.L. Kennedy ankündigen zu können. Und sie wird eine Performance geben, das haben Sie in der Ankündigung schon gesehen. Und ich kann und will gar nicht vorwegnehmen, woraus die bestehen wird. Aber sie wird ihrem Titel gerecht werden und der Titel heißt Words. Das Werk von A.L. Kennedy ist hier in Deutschland seit dem Jahr 2000 übersetzt. Viele ihrer Romane sind im deutschen Publikum bekannt und viel gelesen worden. Gleißendes Glück war das erste Buch, was hier erschien. Im Original hieß das Original Bliss. Und da klingt natürlich ein bisschen Original Sin an. Ich gehe jetzt aber auf das Romanwerk wirklich nur kurz ein. Sie sehen einen großen Bogen. Draußen auf dem Büchertisch sehen Sie das letzte Buch, inzwischen bei Hansa erschienen, das blaue Buch. Und das Romanwerk steht in gewissem Kontrast zu dem Titel Gleißendes Glück. Wenn man sich dabei ein universelles Lichtglück vorstellen wollen würde, läge man ganz falsch. Es sind viel Erkundungen des Unglücks in den Romanen und in den Erzählungen von A.L. Kennedy zu finden. Womit sie sich heute beschäftigt, hat durchaus zu tun mit dem Oberthema und dem Obertitel der Reihe, die wir hier in diesem Semester veranstaltet haben, nämlich Ökonomie des Wissens, Bildung als Humankapital. Ich würde aber gerne die Gelegenheit nutzen, zur Einführung das Wort Bildung im Titel und den Begriff Ökonomie in etwas anderer Weise zusammenzubringen, als das normalerweise in den bildungsökonomischen Diskussionen geschieht. Denn Sie werden von A.L. Kennedy einen Text vorgeführt bekommen, der aus vielen kleinen Geschichten besteht, der in Teile ihrer Lebensgeschichte einführt, in dem Theater vorkommt, in dem Personen vorkommen, die sie kennengelernt hat in Workshops und so weiter. Und man muss, um da eine gewisse Einstimmung drauf zu haben, sich ein bisschen an ältere Schichten des Wortes Bildung erinnern, die es im Deutschen etwa im 18. Jahrhundert noch hatte, wo man von jemand sagen konnte, er hatte eine gute Bildung und meinte damit durchaus auch sein Aussehen. Also eine körperliche Dimension und diese anthropologische Seite der Bildung, die spielt im Grunde in dem, was Sie gleich vorgetragen bekommen, eine große Rolle, zu Wort kommen und Worte finden, eigentlich als das Kerngeschäft der Schriftstellerin A.L. Kennedy. Wenn Sie, was vielleicht einige von Ihnen schon mal getan haben, auf Ihrer Website mal sich umgetan haben, dann wissen Sie, dass sie da zu gleichen Anteilen firmiert als Writer and Comedian. Und Sie finden ganz viele Beispiele für Frequently Asked Questions. Und eine dieser Fragen, die da vorkommen, und das ist mein erster kleiner Versuch einer Hinführung zu dem Begriff Words, der den Titel Ihrer Vorlesung heute gibt oder Ihrer Performance, nämlich die Einzelteile von Words, das sind die Buchstaben. Und es ist eines der Charakteristika der Autorin A.L. Kennedy, dass sie mit ihren Initialen gewissermaßen als Autorname fungiert. Und da ist eine der Fragen auf Ihrer Website natürlich, wie kommt das, was bedeutet eigentlich A.L.? Und es gibt ganze Abstimmungsverfahren, die für verschiedene Auflösungen plädieren, dieser A.L.-Abkürzungen. Das sind nicht alles Namensabkürzungen, aber die empfehle ich Ihnen einfach zur Kenntnis zu nehmen. Und eine der Namensauflösungen ist Alison Lurie. Sie streitet nicht ab, dass das denkbare Auflösungen dieses Vornamens sind. Und gibt ein Beispiel dafür, dass Initialen in Autornamen in ihrer Lektürebiografie eine gewisse Rolle gespielt haben. E.E. Cummings, J.R.R. Tolkien zum Beispiel sind solche Namen oder C.S. Lewis. Damit ist ein gewisser Fantasy-Bereich angezielt, der in ihrer Lektürebiografie eine Rolle spielt. Und ich möchte jetzt aber eigentlich nur einen Kommentar zu einem Satz machen, der gleich in ihrer Performance vorkommen wird. Das ist zufällig auch die Zeile eines einigermaßen berühmten Popsongs, der heißt It's Only Words. It's Only Words könnte man zunächst so verstehen, als ob jemand sagt, es sind ja nur Worte. Im Sinne, Worte, die kein großes Gewicht haben, Worte, die nicht viel bedeuten, Worte, die verfliegen. Das gesamte Werk von A.L. Kennedy und speziell auch der Text, den Sie gleich hören werden, lebt eigentlich von der Negation der darin unterstellten Vorstellung, Worte seien immer leicht und verflögen leicht.
Sie kennen vielleicht, wenn Sie Alice in Wonderland kennen, diesen kleinen Dialog über die Bedeutung von Worten, der dadurch beendet wird, dass dann der Satz fällt: Es geht darum, wer die Macht hat, über die Bedeutung von Worten zu bestimmen. Diese Seite der Worte, dass sie ein Gewicht haben, dass sie Wirkung entfalten können, dass sie nicht einfach nur leicht sind, sondern dass Literatur eine Möglichkeit ist, Worten Gewicht zu verschaffen, ist gewissermaßen der Zusammenhang, den Sie assoziieren können zu Bildung als Humankapitalökonomie des Wissens, wenn Sie sich die Frage nach dem Gewicht der Worte gewissermaßen als ökonomische Frage vorstellen. Wie viel zählt ein Wort, ist eine auch ökonomisch auslegbare Frage an die Wörter. Und für diese Doppelseite von A.L. Kennedy, dass sie Writer und Performer ist, möchte ich Sie mit einem kleinen Beispiel einstimmen. Und die Brücke ist der Begriff Performance selber. Diejenigen von Ihnen, die mal Linguistik studiert haben, wissen, dass die Linguisten sowas kennen wie performative Verben. Das sind Verben, die eine ganz bestimmte eigene Klasse bilden. Also wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau sage, ich wasche ab, dann ist damit das Geschirr noch nicht gespült. Es gibt aber Worte, die Handlungen in sich tragen und beinhalten und die dadurch ein gewisses Gewicht von vornherein bekommen. Das Wort Versprechen ist so ein Beispiel. Ich verspreche Ihnen, dass ich jetzt nicht länger als weitere 4 Minuten reden werde. Das ist eine Handlung. Wenn ich sage, ich verspreche, dann ist in dem Aussprechen des Wortes Versprechen gleichzeitig ein Versprechen enthalten. Das versteht man unter performativen Verben, so wie wenn ein Priester sagt, ich erkläre sie zu Mann und Frau. Dann ist das nicht einfach nur Explanation und Erklärung, sondern hat das gewissermaßen bindende Wirkung. In den Texten und auch in den Performances von A.L. Kennedy finden Sie häufig dieses Motiv, die spielerische Seite der Worte, der Sprache in die Literatur hineinzunehmen, aber gleichzeitig daran zu arbeiten, den Worten Gewicht zu geben und auch Worte daraufhin zu überprüfen, in welcher Beziehung sie zur Macht stehen. Also wenn man bestimmte Arten der, sagen wir, staatlichen Repressions- oder Gewaltausübung in bestimmter Weise beschreibt, das ist eines der Beispiele, das man bei ihr finden kann, dann sind damit Effekte verbunden, die nicht nur sprachlicher Natur sind. Und wenn man in einen Raum hineinruft Feuer, dann ist es nicht einfach nur der Ausdruck eines Wortes, der das verfliegt, sondern unter Umständen das Signal, dass sie alle aufstehen und rausrennen. Also bestimmte Effekte, bestimmte Wirkungen. Und die Literatur kann sehr daran arbeiten, die Ökonomie der Worte dadurch zu steigern, dass sie Bedeutungskonstellationen herstellt, in denen die Worte Gewicht erhalten, was sie vielleicht vorher nicht hatten. It's only words ist also ein Satz, dem Sie vielleicht gleich sogar begegnen werden, aber der Effekt der Literatur von A.L. Kennedy ist, dass man weiß am Ende, it's not only words. Vielen Dank.